Hallo liebe Zuschauer von Sport in Schwerin, wir möchten hier die Gelegenheit mal nutzen, auf ein Problem hinzuweisen, was im Schweriner Sport entstanden ist. Bei mir ist der Vorsitzende der Handballabteilung der SG Banskuletzen. Ihr habt momentan große Schwierigkeiten. Manfred Strauß, kannst du uns kurz erklären, worum es geht? Tja, wir haben einen Top-Handball aufgebaut in Letzen. Hervorragender Nachwuchs, das hat unsere Nachwuchsabteilung gut hingekriegt. 70 Kinder sind dort im Spielbetrieb gut ausgebildet. Der Handballverband hat uns das bestätigt. Aber leider haben wir seit 1. Januar Hallengebühren, die wir als Verein und auch als Abteilung leider so nicht wuppen können. Das heißt, wir haben unsere Mitgliedsbeiträge bei den Kindern, das muss man sich vorstellen, von 8 Euro auf 20 Euro erhöhen müssen. Und es ist kein Ende der Fahnenstange zu erkennen. Wir sind finanziell am Ende, das muss man ganz klar sagen. Und wir wollen das Projekt Letzen, Banksko Letzen, weiter am Leben halten. Wir wollen unseren Handballnachwuchs weiterhin aufbauen für die Region, für die Kinder. Und das ist so nicht machbar. Was habt ihr jetzt vor als SG Banskuletzen? Welche Schritte könnt ihr da gehen? Na, wir sind im Gespräch mit der Gemeinde. Wir hoffen, dass die Gemeinde uns dort jetzt wirklich unterstützt. Wir haben Anträge gestellt auf Förderung nochmal. Wir haben den Handballverband nochmal gebeten, dort zu moderieren. Wir haben auch gebeten, nochmal den Landessportbund zu moderieren. Wir sind bereit, auch Kompromisse einzugehen. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ansonsten müssen wir ganz klar sagen, müssen wir den Letzen abschließen. Das wollen wir nicht. Wir sind 70 Kinder dort im Spielbetrieb, 30 Männer trainieren da, wir spielen in der MV-Liga und das ist eigentlich nicht unser Ziel. Wir wollen, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dieses Projekt weiter im Leben halten und da muss man irgendwo beide Seiten Kompromiss sehen und ich hoffe, dass die Gemeinde da auf uns zukommt. Du sagst, ihr habt ja das Problem jetzt schon akut seit dem 1.1. Wie lange Frist habt ihr, das Projekt noch am Leben zu halten? Na, bis zum Ende der Saison, das heißt also bis April. Haben wir, wie gesagt, die Beiträge drastisch erhöht, bei den Kindern von 8 auf 20 Euro, bei den Männern von 14 auf 20 Euro. Aber das ist ja nicht unsere Zielstellung. Wir wollen ja, dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Männer dort ihren Sport durchführen können. Und bei diesen Hallengebühren ist uns das nicht machbar. Und wie gesagt, wir ringen nach jedem Strohhalm und hoffen, dass wir da gemeinsam mit der Gemeinde zusammen eine Lösung hinkriegen und hoffen auch noch, dass die Gemeindevertretung auf uns zukommt. Wir sind gesprächsbereit nach wie vor und ich sag mal, sind wir nach wie vor, auch wenn es sehr schwer ist, optimistisch, das hinzukriegen. Wenn man jetzt helfen möchte als Handball oder Sport oder Ehrenamt begeistert, das ist ja auch ein Ehrenamt, was da ausgeführt wird in Letzen, wie kann man helfen? Na, helfen, also Spenden natürlich sind immer wohl bekommen. Aber wir wollen das Geld, was wir ja auch einwerben bei den Eltern, bei den Sponsoren, die wir haben, wollen wir natürlich auch, dass das Geld in die Mannschaften fließt und nicht alles in die Hallengebühren. Also wie gesagt, man kann es nur über Förderung noch hinkriegen. Wir sind auch nicht diejenigen, die sich hinstellen und sagen, gebt uns mal Geld. Wir sind ja selber bereit, und das auch zu machen. Aber eine Hallengebühr, die wir jetzt haben, so wie sie jetzt aussieht, das übersteigt unser finanzielles Potenzial. Wir haben Hallengebühren, die belaufen sich auf 30.000 Euro im Jahr, nur für eine Handballabteilung. Da weiß jeder, der Sport treibt im Ehrenamt, ist, dass das nicht machbar ist. Ja, für die, die es nicht wissen, zum Vergleich, wie viel war es vorher? Vorher waren es ca. 14.000 Euro, auch das ist schon eine gewaltige Summe. Wir sind Hauptnutzer der Halle, wir verstehen auch natürlich die Zwänge der Gemeinde, das ist uns klar. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, dann sind wir gezwungen, die Handballabteilung zu schließen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Erneut aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin, wo heute nicht der SV Grünwald Schwerin spielt, sondern es ist HVMV-Pokal. Der Männer SG Banskuletzen trifft auf den Ligakonkurrenten Einheit Termin. Beide aus dem unteren Tabellendrittel kämpfen gegen den Abstieg, aber heute geht es um was anderes, Richtung DAB-Pokal. Der Sieger des HVMV-Pokals zieht in den DAB-Pokal ein. Und wer diesen Schritt jetzt machen kann, das gucken wir uns gleich an. Wobei man noch sagen muss, die SG Banskuletzen kommt mit einer leichten Hypothek hierher. Wir haben gestern noch gespielt in Staffenhagen, weite Anreise, verloren mit 27-25. Ob das eine Hypothek ist, das gucken wir uns jetzt an. SG Banskuletzen, Einheit Termin. Nee, aber der muss, der hat das Mikro nicht gesprochen. Ja.
bekommen. So, auf geht's Spiel. In das Pokalspiel. Mit Ball, es gibt ganz kurz den ersten Versuch von Daniel Wach, geht übers Tor. Und nun Demin und Christian Lange, genannt Fliese, hält den Ball. Es ist nicht ganz gut zu sehen, aber vielleicht zur Erklärung. Die SG Banskulitz spielt heute mit Trauerflor. Das 1-0 jetzt für die SG Banskulitz durch Christian Kerlin. Und zur Erklärung nochmal das Trauerflor für die verstorbene Anke Buske, die über die Feiertage ihr Leben verlor. Und aus Respekt vor der tollen Arbeit und dem tollen Menschen spielt die erste Männermannschaft hier beim ersten Heimspiel im neuen Jahr. Und der Trauerflor. Leichter Ballverlust für Demin. Und jetzt Überzahlsituation für Banskulitzen. Gut gemacht von Matthias Schmidt, der die Finte durchschaut hat und der Ausgleich durch Remo Laudin 1-1. Stürmerfoul entschieden. Dann durch den Kreis gelaufen. Und die erste Chance für Demin, jetzt in Führung zu gehen. Was. Krüger gut gerettet. Hat dann direkt Zapp nicht halten können, den Thomas Matosko. Ja, und da hat der Trainer Bürger Frind als Mitspieler gesehen. Sicherlich ein Kompliment für Bürger. Selber mal gespielt für die SG Banskulitzen. Auch hin und wieder als Spielertrainer aktiv. Aber eher selten. Er möchte dann doch eher der Trainer sein. Ein nervöses Spiel. Gut ist es noch nicht. Ah, da hört man. Bürger Frind auch, der Wurf von Thomas Lange. Mehr Vorbereitung ist da gefordert. Und bin mir nicht ganz sicher, was die Schiedsrichter jetzt gepfiffen haben. Das war ein Schrittfehler und jetzt die Führung für Demin durch Michael Blank. Und das war klasse gehalten, diesen Unterhandwurf
von Kerlin gehalten von Marco Döge. Ah, Pech. Thomas Lange trifft da den Fuß von Daniel Wach. Darum bleibt der Mien im Ballbesitz. Ah, klasse Finte. Und Christian Lange hält den Ball. Diego Kröger nutzt da die Lücke zum 2:3 für die SG Banskoletzen. Klasse Block davon. Daniel Wach und Henrik Zapp. Das wird von der Manke noch unter den Beinen entsprechend gewürdigt. Zu einfach gegen den Block und jetzt die Möglichkeit des Tempo-Gegenstoßes abgebrochen. Ah. Kriegt Daniel Bach nicht gefangen, den Ball von Guido Krüger. Und jetzt 4:2 Überzahlsituation. Oh. Ja, der Trick ausgeguckt. Und dann doch das Tor für Demin durch Remo Laudin. Gut aufgepasst von Michael Blank und er trifft auch diesen Konter. Oh, klasse Kreisanspiel auf Henrik Zapp. Das Tor erneut von Thomas Burchardt, schön hochgestiegen. Schönes Tor von Thomas Lange zählt leider nicht. War vorher Schritte, aber es gibt natürlich den Freiwurf. Ja, voll, voll.
Er ist ein zweiter Kreisläufer auf der Minner Seite. Klasse Anspiel. Und der Treffer. Und gelb gegen Henrik Zapp. Christian Kelly im Aus. Deshalb wieder Ballbesitz für Demin. Geht sehr unglücklich. Auf der Außenseite. Zwar mit dem ersten Treffer. Aber dann schon dreimal zurückgepfiffen. Jetzt im Aus, vorher zweimal mitschritten. Und sieht mit der Entscheidung für Demin. Nicht zu halten bei diesem 7 Meter für Christian Langer. 4:8. Es war eigentlich sehr gut ambitioniert aufgenommen von Daniel Bach, dieser Ball, und dann an den Pfosten geworfen, nachdem Thomas Langer am Block gescheitert war. Es bleibt beim 4:8. Schrittfehler. Jetzt auch auf der Minner Seite. Ja, jetzt das Tor von Daniel Bach, hat er sich schön durchgesetzt und noch eine gelbe Karte gegen seinen Gegenspieler Matosko raus. Sah man schon vorher sehr nach Schrittfehler aus. Jetzt haben wir anstatt Henrik Zapp auch Alex Köhn am Kreis. Und Christian Lange mit dem Fehlpass. Was nun? Was ist jetzt passiert? Bleibt Thomas Borchardt, bleibt da am Boden liegen. Hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Das Spiel ging also nicht, weil es gab Einwurf für Bansko Lezen, da gab es eine Irritation bei den Schiedsrichtern, das wurde jetzt korrigiert und damit die Chance auf 2 zu verkürzen für Bansko Lezen. Wieder hervorragend gehalten von Döger, hat sich schön durchgesetzt. Der Marco Oma, haben sie die Lücke gesucht, haben durchgespielt, sich ihre Möglichkeit erarbeitet und dann gelingt es nicht. Das ist natürlich demotivierend. Und Lange hält ebenfalls den Ball wieder. Der Ball kommt an bei Kerli. Das ist ein schlechter Pass und Marco Oma im 1 gegen 1. Vamos.
Ja, jetzt gibt es 7 Meter und Gelb gegen Thomas Lange. Jetzt wird mal die Zeit angehalten. Hatte Thomas Lange schon Gelb? Meiner Ansicht nach. Laut Kampfrichtertisch nicht, so sagt es der Kampfrichter. Ja, es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Es bleibt bei der Entscheidung 7 Meter. Und gelbe Karte gegen die SG Banskulitzen. Klasse gehalten, der Christian Langer, in diesen 7 Meter. Und dann bekommt er ihn doch rein im Nachwurf. Das ist ärgerlich. Also die Glückspunkte liegen momentan eindeutig bei Einheit Ermin. Schön Winkel zugemacht von Christian Langer. Jetzt der Konter von Marco Ohm. Jetzt Ausgleich für die SG Banskulitzen durch Christian Kerli, 9:9, und das nutzt der Terminer Trainer zur Auszeit, hat das Spiel sicher im Griff, aber die SG Banskulitzen hat sich zurückgekämpft, trotz der Glückspunkte, die eindeutig an Termin gingen in den ersten 16 Minuten des Spiels. Hören wir mal ein bisschen rein bei Termin. Wir haben kurz reingehört beim Trainer, es ist eigentlich nur ein taktischer Wechsel. Nochmal das Argument zufassen, richtig in der Abwehr zufassen und ganz wichtig, gegen Banskos Daniel Wach nicht rausstürzen. Ja, und jetzt geht das Spiel quasi wieder bei Null los. Ja, immer wieder mit einem Pass hinter dem Rücken, Matthias Schmidt. Ein bisschen für die Unterhaltung der Zuschauer hier in der Reiferbahnhalle. Und ein Langer erneut erfolgreich. Und es gibt Freiwurf für Demin. Was Lange soll dann den Kreis gegriffen haben. Also er ist da und dann ist das eine korrekte Entscheidung. Und das Zeichen auch von Bürger Frind, Ruhe auf der Bank. Es bringt ja nichts. Und da hat er recht. Ja.
passives Spiel angezeigt gewesen. Und er konnte über Christian Kerlin. Und Sie mit der Entscheidung für Einheit Termin? Ja, der 7 Meter sicher verwandelt, diesmal von Matosko. 10-10 der Spielstand. Und so langsam schaukelt sich das Spiel hier etwas hoch. Und Tor von Lange. Ja, es war gut gespielt von Thomas Lange. Und sie rausgetreten, um den Pass zu unterbinden. Und da war natürlich die Lücke da und die hat er genutzt. Und der Ball am Tor vorbei mit etwas zu viel Elan. Michael Blank und dann ist er zurück und fängt diesen Konterpass ab auf Christian Kerlin. Und Alex Köhn fast mit der Ballzurückeroberung. Ein buntes Spiel. Und jetzt das Tor von Remo Laudin. Jetzt der Einläufer von Christian Kerlin und die Wurfmöglichkeit für Daniel Wach und wieder Marco Döge im Tor. Macht ein gutes Spiel. Klasse Block von Wach und Köhn und der Konterlauf über Marco Ohm. Wird festgemacht, gibt den Freiwurf. Schnell ausgeführt auf Guido Kröger. Der wirft ihn ins Tor, aber die Schiedsrichter haben es zurückgepfiffen. Auf den Pfiff und damit wird es ein normaler Angriff. Und jetzt schauen wir mal, ist das Tor wieder kaputt? Nein, es ist noch in Ordnung, das Netz. Es geht weiter. Leichte Ballverlust. Und Ritzau geht aus dem Spiel. Fliese hält den Ball. Erneut. Auch er mit einem guten Spiel bisher. Und dann die richtige Entscheidung, ihn ins Tor zu stellen. Man hat ja bei der SG Bansko-Lezen das Glück, auf drei zum Teil sehr exzellente Deuter zurückzugreifen. Publikumsliebling Perry Mike Stenzel. Jetzt wird er zurückgepfiffen. Ärgert er sich. Und jetzt gilt Auszeit genommen von Birger Frind.
Ja, ich habe mal ein bisschen reingehört. Jetzt bei der SG Banskulitzen bei Bürger Fründ. Er gesagt hat, so langsam haben wir unser Rezept fürs Spiel gefunden. Über die sichere Abwehr das Spiel machen, die schnellen Außensuchungen, Marco oben und Christian Kerlin. Sollen die Tore machen, das ist das Spiel. Und wir haben noch personelle Änderungen. Alexander Köhn bleibt draußen, auch Daniel Wach bekommt eine Pause. Und den Aufbau macht jetzt Christian Kerlin und dafür kommt Patrick Kastaun auf die linke Außenposition. Komm Leute, nicht einschlafen, komm! Und den Druck erhöhen. Christian Kerlin macht das ganz gut. Aber es gibt keinen Freiwurf, es gibt Einwurf für Dermin. Der Konterlauf und Fliese hält den Ball erneut. Ja, so läuft ein perfektes Torhüter-Angriffsspiel. Der Torwart hält den Ball und im Gegenzug das Tor für die SG Banskulitzen 12:11. Und Christian Lange hält erneut. Und die Chance jetzt auf 2 Tore wegzuziehen für die SG Banskulitzen. Und es gibt die gelbe Karte gegen einer Termin. Die 2 Tore Führung jetzt für Banskulitzen durch den erneuten Kreiseinsatz von Henrik Zapp. Ein Mann, der seine Handballkarriere eigentlich letztes Jahr beenden wollte. Aber dieses Jahr spielt er nochmal und auf Positionen, die man ihn letztes Jahr nicht gesehen hat, wie am Kreis. Er ein Abwehrspezialist und jetzt gibt es erneut 7 Meter für Einheit Termin. Matosko sicher vom 7 Meter, nur einer verworfen und der war im Nachwurf drin. Sicher Brillanz für Demin bisher. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Demin. Oh, da gab es einen Schlag an den Hals. Jetzt gibt es direkt nochmal 2 Minuten. Gegen Peter Ritzau. Und Drohung gegen Henrik Zapp. Die beiden haben sich nicht so lieb heute. Jetzt gibt es die Beschwerde von Demin. Henrik Zapp müsste auch mit runter. Der eine Schiedsrichter hatte das mit aufgenommen. Aber der Schiedsrichter, der es entschieden hat, entscheidet dann, nein, muss nicht sein. Jetzt das Tor von Marco Ohm zum 14:12. Und doppelte Überzahl für die SG Banskulitzen. Darf Christian Kerlin nicht ganz ungeschickt hingehen. Das kann auch mal in einer 2-Minuten-Strafe enden, aber man nimmt 2 Spieler raus und man muss 2 gegen 4 spielen. Und man versucht sich da mal wieder reinzudrängen, der Minerspieler.
Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Henrik Zapp. Ja, er quittiert mit einem Lächeln. Das war nicht bösartig, aber auf die Chance schien, so scheint es aus Sicht der SG Banskoleten, der Schiedsrichter gewartet zu haben, um auch die Gemüter etwas auf Bedeminer Seite zu beruhigen. Und Christian Lange erneut. Trotzdem noch Überzahl für Banskoleten. Zu einfach gespielt und dann lässt sich Kröger auch überlaufen. Und das Tor für Demmin durch Michael Blank. Ja, das war sehr unclever gespielt von der SG Banskoleten. Trotzdem sind sie noch in Überzahl und das müssen sie jetzt ausspielen. Kröger, bis wir gut machen, macht das Tor. Ja, beschwerte sich der Torwart von Demmin. Kröger hätte ihn ja auf den Kopf gezogen. Er beabsichtigt das nicht, entschuldigt sich dann. So muss es dann auch sein. 15 zu 13. Ein Treffer durch Thomas Matosko. Der Anschlusstreffer. Und jetzt haben wir die Situation Überzahl für Einheit Demmin. Aber nicht mehr lange, denn Henrik Zapp wird nicht mehr allzu lange brauchen, bis er wieder rein darf. Einfach. Und jetzt der Angriff für Demmin und Zapp macht sich bereit, er kann gleich zurückkommen, aber die Chance noch für Demmin, die Überzahl zu nutzen, ist jetzt vorbei. Die SG Banskoleten ist wieder voll. Und der Treffer von Demmin durch Marcel Janik. Ja, und so wird aus einer Überzahlsituation das Negativszenario. Und der Treffer erneut für den Demmin durch Michael Blank. So, und dann der Ab. Dann ist Guido Kröger ist da liegen geblieben. In der Demminer Hälfte hat er scheinbar einen Schlag abbekommen. Das Tor erzählt natürlich, es war nicht abgepfiffen. 15-16 der Spielstand. Noch 1:48 auf der Uhr. Er hat scheinbar einen Schlag auf den Solarplexus bekommen. Dafür muss er gleich 2 Minuten kriegen. Er hat scheinbar einen Schlag gegeben vom Gegenspieler. Auf der, gar nicht auf der Seite, wo der Ball gespielt wurde. Ist natürlich äußerst unglücklich. Abgebrochen den Angriff. Jetzt müssen sie neu ansetzen. Das ist zu eng da. Wollen sie dadurch 5 Mann durch? Das kann natürlich nicht funktionieren. Mit mehr Druck müssen sie spielen. Der Block von Demmin. Ist noch 1:10 auf der Uhr. Und Demmin kann hier mit 2 Toren in Führung gehen. So kurz vor der Halbzeit sicherlich ein großer Pluspunkt.
Block von Patrick Casson, der noch nicht unbedingt der Größte ist. Ja, das ist natürlich die optimale Situation. Man macht das Tor gegen Peter Rützau. 30 Sekunden etwa vor Ende der ersten Halbzeit. 2 Minuten gegen Peter Rützau. Tor für die SG Bansko Lezen. Und man kann die letzten 30 Sekunden noch in Überzahl spielen. Vielleicht das Gegentor verhindern. Vielleicht sogar selbst nochmal in Führung gehen. Da seine Überzahl aber nicht unbedingt zu diesem Ergebnis führen muss, das haben wir schon gesehen. Emin wird versuchen, natürlich die Zeit runterzuspielen. Jetzt sind es noch 10 Sekunden. Kurz vor Schluss den Wurf zu setzen. Aber nichts. Und jetzt wird es nur noch den Freiwurf geben. Den Freiwurf in der letzten Sekunde. Oh, jetzt gibt es doch einiges Beschwerden von Peter Rützau. Der SG Bansko Lezen sollte wechseln, das ist nicht regelkonform, das darf man in der letzten Sekunde nicht. Aber die SG Bansko Lezen hat nicht gewechselt. Dann gab es eine klare Beschwerde beim Kampfnehmertisch. Und jetzt lässt der Schiedsrichter Gnade vor Recht ergehen. Weist ihn nochmal darauf hin, 2x2 Minuten hast du schon, das nächste Mal gehst du. Das ist eine... Ich nenne es mal Aggression, die nicht nötig ist. Emotionen, ja, aber so nicht. Und der Ball bleibt bei Kröger hängen, es bleibt beim 16:16. Geht weiter mit der zweiten Hälfte. Immer noch Überzahl für die SG Bansko Lezen. Nachdem es 3 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit eine 2-Minuten-Strafe gab, also 1,5 Minuten sind es noch. Halbe Minute ist davon jetzt schon rum. Termin nutzt da den Ballbesitz, um die Uhr auch ein bisschen runterzuspielen. Und Christian Langer macht da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Nämlich mit einem guten Spiel. Ist auch Daniel Bach wieder ins Spiel zurückgekehrt. Das Tor jetzt von Thomas Lange zur Führung für die SG Bansko Lezen. Jetzt haben die Schiedsrichter unterbrochen. Und die Beschwerde geht an Peter Rützau. Er soll sich nicht fallen lassen, nicht provozieren. Er hat keinen guten Stand bei den Schiedsrichtern heute. Geht's doch Schlag auf Schlag. Thomas Borchardt mit dem Treffer für einen Termin. Im Gegenzug direkt Marco Ohm mit der erneuten Führung.
und 2 Minuten Strafe gegen der gegen die Nummer 7. Remo Laudin, Ritzau an Gestänge und Kerli mit dem Treffer. Macht das gezickt, das Überzahlspiel, lässt der Mien da laufen und jetzt gibt 7 Meter bei Thomas Lange im Kreisstand, das ist richtig. Ja, die SG Banskulitzen hat jetzt die richtigen Antworten einfach auf den 7 Meter von Matosko, den sie erneut verwandeln konnten. Hat Daniel Bach die richtige Antwort, nämlich seinerseits das Tor. 2018 die Führung für die SG Banskulitzen, die stehen deutlich besser jetzt in der zweiten Hälfte. Schon einige Zeitspiel gefordert, beziehungsweise passives Spiel, wie es ja dann fachlich richtig heißt. Aber die Schiedsrichter sind dem nicht nachgekommen und so hatte der Mini die Chance, das Tor zu machen, haben sie genutzt. Und Henrik Zapp im Kreis, so die Entscheidung der Schiedsrichter, zurückpfeifen, ebenfalls richtig. Denn der Ball muss vom Kreis ausgespielt werden, nicht passiert. Klasse Anspiel als Tunnel und das Tor noch. Von Michael Blank. Der Ausgleich von Regens Delfine durch Nummer 17, Michael Blank. Ja, und da das Spiel gerade so eng ist, naja, nochmal der Hinweis darauf, wir sind im Pokal. Das Spiel geht danach weiter, es muss ja eine Entscheidung gefunden werden. Ein Unentschieden gibt es nicht, notfalls im 7-Meter-Werfen. Und wir haben einen Torwartwechsel bei der SG Banskulitzen. Jetzt war das Tor von Henrik Zapp und im Tor jetzt Perry Mike Stenzel. Nennt das mal nicht der Torwartwechsel. Tor durch Thomas Borcher. Vergisst Thomas Lange den Ball, er wollte ihn spielen, er wusste glaube ich selber nicht ganz, was er wollte. Und Laudin jetzt mit der Chance, das Tor. Ja, da muss sich die SG Banskulitzen jetzt was einfallen lassen, wieder den Rhythmus aufnehmen vom Spiel. Und da macht sich Christian Bach bereit. Ich denke mal, er wird gleich für Emil Thomas Lange kommen. Jetzt ist die Lücke da. Oh, schwacher Pass von Bach auf Kerlin. Sollten sie nicht so hadern miteinander.
Ja, Marcel Janik, gut gemacht. Hat die Finte ausgespielt. Jetzt der angesprochene Wechsel. Jetzt der SG Bansko Lezen mit Daniel und mit Christian Bach. Daniel auf mit Christian Bach auf halbrechts. Sehr gut von Alexander Köhn, wie er dann nach dem Ball greift. Wollten sie schnell ausführen, haben die Schiedsrichter zurückgepfiffen. Ansonsten wäre das jetzt Ballbesitz für Bansko Lezen. Glück für Einheit Termin. Und das war eine schöne Finte eigentlich von der Min, aber Laudin kommt ins Stolpern, kann den Ball dementsprechend nicht aufnehmen und die Chance zum Ausgleich für Bansko Lezen. Schnell gespielt, Daniel Bach, Tor. Jetzt muss an der Stelle nochmal gewischt werden, wo Laudin vorher ins Stolpern kam. Haben sie es ihm ein bisschen einfach gemacht, dem Marcel Janek. Kann erneut das Tor machen. Die Führung für den Min, 24-23. Ah, Glück für Kröger, den Ball an den Pfosten wirft, dass er den Freiwurf bekommt. Und Pfostentreffer von Daniel Bach. Natürlich die Bälle, die wehtun können, wenn man im Gegenzug das Gegentor kriegt. Der Min führt mit einem, könnte jetzt mit zwei davon ziehen. Sicherlich noch 20 Minuten zu spielen in diesem Spiel. Schönes Kreisanspiel auf Ritzau und Mike Stenzel mit seiner ersten Rettungstat mit Hilfe des Pfostens. Und 7 Meter und 2 Minuten. Und da gibt es wohl eine Verletzung von Guido Kröger. Und das muss man fairerweise hier auch erwähnen. Vor das Eispray von Einheit Termin, die da sofort reagiert haben. Und es kommt auch das Eispray der SG Bansko Lezen hinterher. Und auch hier der heimische SV Grünbach-Sperrin hilft mit dem Eiskoffer aus. Solidarität unter der Handballgemeinschaft, so wollen wir das sehen.
7 Meter in der Startaufstellung für die SG. Hendrik Zapp kommt jetzt zum 7 Meter. Ein sicherer 7 Meter Schütze macht das Tor. Pfostentreffer jetzt von Yannick und die Chance zur Führung für die SG Bansko-Lezen. Das geht hin und her in diesem Spiel. Marco Ohm und der Treffer. Laudin von außen macht den Treffer. An. Und den Angriff der SG Bansko-Lezen leider nicht sehen können. Das ein Bildproblem. Mögen wir entschuldigen. Aber Ballbesitz für Termin, wir haben nicht allzu viel verpasst. Aber Termin wieder voll. Und wieder das Tor von Laudin. Ja, und Mike Stenzel bekommt kein richtiges Bein in dieses Spiel. Einen Ball gehalten, mithilfe des Pfostens. Das war's. Jetzt Christian Bach, klasse. Marcel Janik mit dem Treffer jetzt. Jetzt Daniel Wach, klasse. Jetzt klasse Parade mal von Perry Mike Stenzel. Den Spitznamen Perry hat er bereits, als er in Bansko anfing. Er ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren als Publikumsliebling der SG Bansko-Lezen etabliert. Jetzt Kastown, Schrittfehler zurückgepfiffen. Sah ein bisschen aus, als wenn er durch eine Wand rennt, aber es war eine weiche Wand, würde ich sagen. Jetzt kommt. Trainer Freund hatte da was angezeigt. Und Christian Kerlin soll das managen.
Christian Bach. Hat es eigentlich gut aufgepasst, der Main. Trotzdem ist Daniel Bach eher am Ball. Ritzau war da rausgestürmt. Ist aber nicht an den Ball gekommen. Es ist passives Spiel angezeigt. Aber es ist sehr, sehr positiv zu bemerken, dass. Und das Tor erstmal von Daniel Bach, das von Peter Ritzau in der zweiten Halbzeit keinerlei aggressive, so nenne ich es mal, Regung kam. Das war ja sehr gut. Und Remo Laudin scheitert. Wollte den Heber versuchen gegen Mike Stenzel. Klappte nicht. Es bleibt bei der Führung für Bansko Lezen. Rote Karte gegen Henrik Zapp. Das stößt auf viel Unverständnis in der Halle. Schiedsrichter am Sprechertisch sagt, ganz normal bedeutet eine normale Disqualifikation. Es gibt ja noch die Disqualifikation mit Bericht. Da wäre Henrik Zapp automatisch 2 Spiele gesperrt. Dies ist nicht der Fall. Trotzdem, aus meiner Sicht, war das eine sehr harte Entscheidung. Eine deutlich zu harte. Aber die rote Karte, zwischendurch das Tor von Michael Blank, ist natürlich eine deutliche Schwächung für den Abwehr vom Bund der SG Bansko Lezen. Und das weiß natürlich auch Einheit der Minen. Schwacher Pass von Kerlin. Und der Ball gerettet von Daniel Bach. Und das gibt 10 Applaus hier in der Reiferbahnhalle. Jetzt Auszeit, Bansko Lezen, und wir hören noch mal ein bisschen rein. So, und jetzt haben wir ein bisschen reingehört. Bei der SG Bansko Lezen, Trainer Bürger Fründ. Fordert jetzt für die letzten 50 Sekunden Unterzahl, die es ja noch sind. Druck auf die Abwehr.
und nicht mehr und nicht weniger wie ein Tor. Und dann nochmal eine Pause für Daniel Wach. Und das schauen wir uns jetzt an. Oh, schlechter Pass. Und damit ist natürlich der ganze Plan Essig. Und Mike Stenzel mit einem ganz wichtigen Ball. Chance von Castaun und jetzt Fuß und jetzt gibt es noch 2 Minuten wegen Nachwurfs hinterher. Ärgert sich Trainer Frund zu Recht. Hätte er nicht mehr machen müssen. Unnötige 2 Minuten Strafe. Schwächt die SG Bansko Nilsen unnötig in dieser schweren Phase des Spiels. Schön ausgespielt, blank. Trifft. Und man spielt ja jetzt noch in Unterzahl, spielt jetzt ohne Kreisspieler. Spielt es breit. Und da ist die Lücke für Christian Wach. Freiwurf, das bringt Zeit. Klasse Treffer jetzt von Daniel Wach in Unterzahl, sehr wichtig. Erst die Zeit rausgeholt und dann das Tor gemacht. Und Schrittfehler, richtige Entscheidung und die Chance für Christian Kerlin zum Tor. Klasse gehalten von Döge. Und der Tempo-Gegenstoß quasi von Demin. Klasse aufgehalten von Daniel Bach. Keine so gute Wurfgelegenheit für Demin. Steht er gegen mehrere Abwehrspieler. Versucht es trotzdem, bekommt den Freiwurf. Bansko lädt inzwischen wieder komplett. Schön ausgespielt. Laudin macht den Treffer. Ja, nach noch 8,5 Minuten zu spielen in diesem Spiel, man kann sagen, es ist ein spannendes Spiel. Kein hochklassiges, aber ein spannendes bis zum Ende. Ich denke, davon können wir ausgehen. Thomas Lange verwirft und da gibt die SG Bansko Nilsen die große Möglichkeit weg, diesen Ball wieder abzufangen und erneut anzugreifen. 8 Minuten noch, 30-30.
Ah, vielleicht ein bisschen später pfiff der Schiedsrichter, aber alles in Butter. Alles in Ordnung. Spiel geht weiter. Angriff jetzt, Banskulecin. 7,5 Minuten noch. Und 2 Minuten Strafe gegen Thomas Burcher. Die Überzahl, jetzt die Lücke für Daniel Wacht und er macht den Treffer. Jetzt natürlich Überzahlsituation für Banskulecin. Das versuchen sie mit der Manndeckung wegzumachen. Raymond Laudi mit dem Treffer. Und jetzt Kerlin. Schaltet an Döge. Aber es bleibt beim Ballbesitz für Banskulecin. Trainer Berger Fründ jetzt Ehrenmotivator. Und Thomas Lange trifft. Ja, da haben sie ja komplett gepennt bei der SG Banskulecin. Ganz leichtes Tor. Und jetzt dürfen sie nicht zu sehr mit Wut anrennen. Weil das macht unüberlegt. Und jetzt gibt es 2 Minuten zu früh abgepfiffen. Die 2 Minuten gibt es. Er entschuldigt sich auch. Tomasz Matosko. Auch da sehen wir medizinische Hilfe beim von Einheittermin für die SG Banskulecin. Geht weiter für Daniel Wach. 5,5 Minuten noch. 32:32. Und Daniel Wach mit dem Treffer. Thomas Lange mit der Hand am Ball. Kann. Den aber nicht für sich gewinnen. Und jetzt soll der Pass raufkommen auf Laudin. Und da haben erst Christian Wach und dann Marco Oma aufgepasst. Und ein wichtiger Ballgewinn für die SG Banskulecin. Die Chance auf 2 Treffer wegzuziehen. So kurz vor Schluss. Sehe ich gut. Und neuer Anlauf jetzt. Thomas Lange scheitert. Und der Ball ist im Aus. Döger hadert mit sich selbst. Konnte sie gerade nicht sehen, wie er sich die Haare raufte. Ärgert sich selber darüber. Kerlin scheitert ebenfalls an Döge. Laudin schleicht sich da wieder weg.
Versuchen sie über Blank. Und es gibt den Freiwurf. Für Demin. Und Mike Stenzel mit einer klasse Parade zeigt jetzt, was für ein Rückhalt er sein kann für seine Mannschaft. In dieser wichtigen Phase dieses Spiels. 3 Minuten noch zu spielen, 33 zu 32. Es gibt 2 Minuten, jetzt gibt es Rot gegen Peter Ratzau, seine dritte 2-Minuten-Strafe. Das ist eine unglückliche 2-Minuten-Strafe natürlich für ihn, weil das Spiel für ihn beendet ist. Aber es sind an sich nur noch 2,5 Minuten. 2 davon spielt er mit in Unterzahl. Bansko führt mit einem und hat Ball und könnte jetzt den 2. Vorsprung machen. Bekommt den Freiwurf. Mal drauf die Abwehr machen, sagt der Bansko-Trainer. Nochmal zurückgepfiffen. Ist natürlich alles Zeit für die SG Bansko-Lezen. Passives Spiel angezeigt, Christian Bach übers Tor. Der muss natürlich rein. Und Auszeit genommen jetzt von Demi. Ja, Einheit Termin hat ein relativ einfaches Rezept, dieses Spiel noch zu gewinnen. Hinten keinen reinkriegen und vorne die Dinger machen. Das ist ganz klare Ansage. Ja, es ist... Wenn er nicht rausgenommen wird, sollen sie schießen. So die Ansage auch auf der Mina Seite. Also, der Ball soll aus der 2. Reihe, aus dem Rückraum ins Tor. Wir werden sehen, wie sie das anstellen. Ein Ballverlust und ein Gegentor ist, denke ich, das Ende in diesem Spiel für den Mina. Aber das muss auch erstmal passieren. Einer Termin gegen SG Bansko-Lezen. Das Spiel gab es schon in der Liga. In der Mien allerdings, da gewann einer Termin. Ja. Wird nochmal ordentlich gewischt vor der Bansko-er Bank. Da reicht der Wischer nicht aus. Da hält auch ein Handtuch her. Und notfalls das Trikot des Torwarts, Christian Lange. Hat sich da flach gemacht, sie nicht sehen können. Gerade bei deswegen stockt das Spiel.
Jetzt haben wir noch etwa eine Minute Überzahl für Bansko Lezen. Ballbesitz, Einheit Termin. Freiwurfentscheidung für Demin. Ein sehr später Pfiff. So 13 Sekunden Unterzahl für Demin. Passives Spiel angezeigt jetzt. Und der Treffer durch Marcel Janik. Ja, und Spannung bis in die letzte Minute, 33-33. Bei Besitz SG Bansko Lezen. Natürlich haben sie jetzt die Chance, hier das Tor zu machen. Sind wieder voll, Termin. Und jetzt gibt es 7 Meter für Bansko Lezen. Daniel Wach jetzt. Und Ermin jetzt mit Torwart als zusätzlichen Kreisspieler. Thomas Lange macht ihn da sehr fest. 8 Sekunden sind es noch. Wir müssen werfen jetzt. Borcher. Nee, Janik mit dem Kreisanspiel. Festgemacht. Jetzt gibt es nur noch den direkten Ball. Und jetzt werden wir, denke ich, gleich eine. Oh, Daniel Wach geht da noch zu Boden. Muss das behandelt werden. Aber ich habe schon bei Stand unentschieden Stand. Freiwürfe in der letzten Sekunde ins Tor fliegen sehen. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn alles normal verläuft, sollte das die Chance bzw. der Einzug in die nächste Runde ins Viertelfinale für die SG Bansko Lezen sein. Und Daniel Wach, wichtig für die Mauer jetzt, weil er ist sehr groß, ist da. Ich denke, ja, Janek wird den ausführen. Eine sehr große Mauer. Und er bleibt in der Mauer und die SG Bansko Lezen Sieg gegen Einheit Ermin mit 34-33. So, das Spiel ist beendet. Die SG Bansko Lezen besiegt Einheit Ermin mit 34-33. Und ich habe jetzt beide Trainer bei mir. Ich wende mich erstmal an deine Gäste. Hat nicht ganz gereicht, woran heute gelegen, dass es nicht ganz geklappt hat heute? Na, erstmal muss man nach Bansko gratulieren. Sie haben ein gutes Spiel heute gemacht. Ausschlaggebend war, wenn man jetzt das vergleicht mit den Ligaspielen, einfach, dass wir heute Daniel Wach nicht im Griff gekriegt haben, auf halb links. In den Ligaspielen hat er Gott sei Dank immer ein bisschen geschwächelt gegen uns. Heute war es andersrum und da muss man ganz klar sagen, auf der Position ein großes Plus an Bansko und deswegen geht der Sieg auch in Ordnung. Ja, Bürger, sehr souverän das Spiel. Ja. Ne? Ja, ich meine, mit einem gewonnen kann man nicht besser auslegen für die Zuschauer. Ja, für die Zuschauer war es mit Sicherheit spannend, keine Frage. Aber souverän war es mit Sicherheit nicht. Also war schon ein hartes Stück Arbeit. Wussten wir auch aus dem Ligaspiel, da hat Termin uns klar, na was heißt klar, aber schon sehr unter Druck gesetzt, dass wir da auch eigentlich über die ganze Spielzeit keine Chance hatten. Das war heute glücklicherweise ein Stück weit anders. Wir haben uns alle zusammengerauft, da es in der Liga nicht so gut läuft, haben wir uns zusammengesetzt im alten Jahr noch und haben gesagt, okay,
wenn wir noch was reißen, dann im Pokal. Und das hat man, denke ich, heute auch gemerkt, dass sich die Jungs da den Hintern ein bisschen aufgerissen haben. Leider auch mit dem Preis, dass sich Guido Kröger wahrscheinlich ein bisschen schwerer verletzt hat, ist ein bisschen ärgerlich bei so einem Spiel. Aber ich bin mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ja, wisst ihr da schon was, Guido, wie es ihm geht? Ja, der Knöchel ist super dick, ne? Ist ein kaputter Fuß wieder. Also das wird, fürchte ich, wieder länger dauern. Ja, dann wünschen wir da erstmal gute Besserung an Guido Kröger. Im Pokal abgehakt jetzt für euch. Wie geht's für euch jetzt weiter? Ja, für uns ist ganz klar, nach dem schlechten Saisonstart, den wir hatten, die Liga weiter von hinten aufzurollen. Wir hoffen, nächste Woche haben wir ein wichtiges Spiel in Parchim. Mit einem Sieg kann es ganz schnell nach oben gehen, zumindest zu den, ich sag mal, 4 bis 6, die Platzierung. Und andersrum, wenn du da verlierst, kannst du natürlich ganz schnell wieder unten drin sein. Ich glaube, zu euch sind es 3 Punkte, ne? Ihr seid als Drittletzter. Also es ist sehr eng und da zählt jeder Punkt und nächste Woche ist wichtig, ganz klar. Ja, ihr habt das Feld so ein bisschen von hinten aufgeräumt, habt euch von ganz unten hochgekämpft jetzt. Wohin geht's dann noch? Ja, na, ich sag mal so, wichtig war für die Truppe, dass sie sich fängt. Wir haben 2, 3 neue mit bei gehabt, haben auch nicht den Trainingsumfang, den vielleicht andere Mannschaften haben. Die Jungs sind auch schon etwas älter. Wir wären ja nicht umsonst als die alte Herrenmannschaft hier. Aber dafür schlagen sie sich ganz gut und ich glaube, den Respekt haben wir uns wieder zurückgearbeitet und das ist ganz wichtig, ja, dass wir nach wie vor beibleiben. Der Saisonstart war sehr schlecht und wir haben auch schon selber an uns gezweifelt, aber jetzt sind wir dran. Die Punkte gerade so, Parchim, Empor, die jetzt kommen, da müssen wir uns die Punkte zurückholen, ganz klar. Ja, und woran habt ihr noch speziell, woran arbeitet ihr jetzt noch in der Saison oder lasst ihr die Saison jetzt einfach nochmal laufen? Nee, wir wollen schon jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen können. Also ich sag mal, alles, was bis Platz 4 ist, im Moment absolut zu erreichen. Also ich glaube, Grimm hat als Vierter 11 Nasse oder so. Das ist absolut noch im Rahmen. Also das sind 4 Punkte oder da kann man immer noch hinschielen. Die ersten 3 Plätze, glaube ich, sind dieses Jahr vergeben, denke ich mal. Ja, Birger, für euch geht es jetzt weiter im Pokal. Man muss das mal anmerken, erstes Heimspiel im Pokal seit 10 Jahren. Ist eine ganz Besonderheit, dann auch noch gewonnen. Aber der Mina-Trainer sprach es an, Drittletzter, ihr seid wieder unten angekommen, da wo ihr nie hin wolltet. Stört das im Pokalspiel nicht? Ja, glücklicherweise nicht, weil im Pokal ist ein eigener Wettbewerb und da zählt das, was in der Liga ist, null. Und das war auch super wichtig heute. Aber klar, Pokal ist schön und das wollen wir auch versuchen, erfolgreich zu gestalten dieses Jahr. Aber Liga geht natürlich vor. Und da, wo wir derzeit sind, auch nach der Niederlage gestern in Staffenhagen, bleiben wir Elfter. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Und das gerade nach der letzten Saison, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. Ich denke aber, wir haben eigentlich einen guten Start. Auch gestern haben wir nicht schlecht gespielt in Staffenhagen. Da bin ich sehr zuversichtlich, wenn wir jetzt hoffentlich nicht mehr so viele Verletzte haben und uns wieder ein Stück weit einspielen, dass wir schon, ähnlich wie der Min das auch vorhat, die Liga noch ein Stück weit von unten aufrollen können. Und ich möchte definitiv irgendwo im Mittelfeld noch ankommen, weil ich denke mal auch von dem, was die Mannschaft, wenn sie alles abruft, auch kann, gehören wir da auch einfach hin. Und wie geht es denn an gegen Schwan? Du hast Verletzungen angesprochen, Guido wird dann wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Wie geht dir das Spiel dann an? Gerade der schwache Start gegen Schwan hat euch ja sehr wehgetan zu Hause. Oh ja, das war der erste Dämpfer, den wir gleich in dem ersten Spiel bekommen haben. Klar, wir haben immer Verletzte, aber das ist nun mal Mannschaftssport. Der Kader ist eigentlich breit genug, dass da die anderen in die Bresche springen können. Und von daher ist das natürlich sehr bedauerlich, aber sicherlich keine Ausrede oder das kann auch nicht dafür herhalten. Ich wünsche den Jungs, die jetzt gerade nicht fit sind, dass sie bald wieder zurückkommen. Aber ich denke mal auch mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben, gesund, werden wir in Schwan eine gute Chance haben, auch zu punkten. Ja, dann wünsche ich dabei viel Glück, Bürger. Euch viel Glück in Parchim. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.